Punkt, 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 man. Komm auf den Punkt. Okay. Beeil dich, Alan. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich einen Weg aus der Stadt gefunden. Dann ist dieser Albtraum also endlich... Punkt, Punkt, Punkt. Zu Ende, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist denn jetzt? Das... Achso, der Rest ist weggefallen. Das kann doch nicht sein. Geh nur. Schauen wir uns gegenseitig um. Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Oh nein. So, da gehst du mich also. Jake! Ich hab doch gesagt, du gehörst mir. Lass sie endlich in Ruhe. Sie will nicht bei dir bleiben. Halt's Maul. Oh. Jake, was soll das? Bitte leg die Waffe weg. Denkst du, ich hab Angst vor der Waffe? Du traust dich sowieso nicht zu schießen. Ich hab gesagt, du sollst ein verdammtes Schuss in die Brust. Warum? Warum hast du das getan? Du gehörst mir. Punkt, Punkt, Punkt. Ich fange jetzt auch damit an. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz allein mir. Niemand nimmt dich mehr weg. Du wirst bei mir bleiben. Punkt, Punkt, Punkt. Für immer. Ausrufezeichen. Ja. Diese Träume werden immer schlimmer. Sie fühlen sich so echt an. So real. So anormal. Ja. Wir speichern dann mal auf. Ich speichere mal auf 1. Wo sollen wir denn jetzt hin? Gehen wir mal... Schauen wir mal, ob der jetzt hier ist. Und? Du warst in der Nacht in meinem Laden. Ich hab dich gesehen. Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Wie kommen Sie denn darauf? Ich, Punkt, Punkt, Punkt. Du hast etwas weggenommen. Ich habe nichts gestohlen, bitte glauben Sie mir. Hier, ich gebe Ihnen alles wieder, was ich gefunden habe. Alles in diesem Laden. Verschwinde aus meinem Laden oder ich schlag dich tot. Ah, nein, na, was war das denn? Nicht ganz toll. Ja, der schlägt auf die Hüfte. Ja. Mit einem Baseballschläger. Genau auf die Hüfte. Was ist hier nur los? Ich denke mal, wir müssen da kurz rein für diese Kurzcutscene. Aber dann laufen wir direkt nach unten und... Ha! Du hast uns nicht erwischt. Folgst du uns? Sieht nicht so aus. Ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Vielleicht... Wir haben doch wir haben doch für einen Schuppen. Oh, wenn nicht gut. Und Klappspaten erhalten. Und Eisenrohr erhalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit dem Eisenrohr diese komische Klappe aufkriegen. Ich meine, ein Eisenrohr. Wir könnten eigentlich auch den Spaten nehmen, aber ein Eisenrohr ist besser. Wer Silent Hill kennt, weiß, Eisenrohr ist gutes Rohr. Dann laufen wir mal runter und ich glaube, ich nehme das jetzt so in einem Durchgang auf und ja, ich spiele das jetzt einfach mal so durch. Bin jetzt ganz schön diskret, deswegen. Wo waren das? Ach, hier vorne. Hier vorne war die kleine Hütte. Und die Platte kriege ich nicht weg. Die ist viel zu schwer. Die wiegt 3 Zitronen. Die wiegt wie 3 Zitronen. Wo ist denn das hin? Ich hab das... Ah. Tolles Menü, ganz ehrlich. So. Und... Aha. Stand ja auch da zum Stemmen. Ja. Wüste schon wieder. Wer hätte das gedacht? Cool. Ein Speicherpunkt. Speichern wir mit dem Rücken zum Speicherpunkt.
Diesmal Teil der Speicherpunkt 2. Und was haben wir hier? Karte der Mine erhalten. Und Karte der einer Mine. Och, ist das dein Ernst? So ein langen Weg. Müssen wir jetzt laufen? Na schön. Hier ist, oh Gott, eine Toilette. Ich muss im Moment nicht. Ja, muss ich auch nicht. Es sei denn, hier springt gleich wieder so ein Kadaver raus. Nein, die Tür ist abgeschlossen. Und hier... Okay, wir haben irgendwas erhalten. Und wir öffnen jetzt hier alles. Nichts Interessantes. Hier ist auch nichts. Und ein paar alte Bücher. Ja. Genau. Hier, die Durchgang wurde zugemauert. Folgen wir den Schienen. Immer der Schiene folgen. Ist auch der einzige Weg. Ich denke mal, wir laufen hier hin. Die Tür ist abgeschlossen. Die Steine kriege ich nicht weg. Sind so schwer für mich. Vielleicht benutzen wir den Spaten. Oh, geht nicht, okay. Streichhölzer. Metallrohr. Eigentlich müssten wir uns mit dem Metallrohr wehren können. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Ganz große Klasse. Hier kommen wir durch. Oh nein. Dort ist jemand. Ich will es jetzt nicht wissen. Hallo? Oh, und dann ruft sie auch noch. Ich komme aus Dusty Creek und... Das glaubt er mir doch sowieso nicht. Ich weiß lieber gleich, wie ich hier wegkomme. Können Sie mir sagen, wie ich aus dieser Mine herauskomme? In der Nähe ist doch bestimmt eine Straße, oder? Oh, oh, oh. Hallo? Keine Antwort. Was soll das? Wieso haben sie... Genau. Brecheisen. Die Tür ist verschlossen. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ganz ehrlich. Ja, auf einmal wird er so schnell, ne? Ist das dein Ernst? Was soll ich denn nur noch tun? Ja. Ja, gut. Warum können wir den nicht anzünden? Streichhölzer, ja. Den muss man doch benutzen können. Brecheisen. Oh, was zum... Was soll denn das? Das ist echt mies. Mit einem großen M. Genau wie mein Let's Player-Name. Mit einem fetten M. Und wir können jetzt alles nochmal suchen. Jeden einzelnen Raum. Streichhölzer. Ich glaube, das war eigentlich schon alles so wichtige hier. Ja, da konnten wir nicht rein. Ja, das war's schon. Okay, das hat jetzt echt... Okay, das hat nicht so lange gedauert. Okay, ich bin einverstanden. Ich sag jetzt ganz viel okay. Laufen wir mal hier entlang. Und dann hier runter. Da kamen wir, glaube ich, nicht rein. Nee. Da unten hätten wir lang gehen können, aber wir müssen, glaube ich, sowieso vorher hier rein. Und, ja. Und jetzt hackt er da wieder irgendwas. Dort ist jemand. Ja, hier ist Lauf. Ja, genau, schrei. Dann bemerkt er dich und dann geht er auf dich drauf.
mit seiner Spitzhacke versucht, die den Kopf zu rammen, was nicht gerade schön ist, nicht gerade nett. Die Tür hat abgeschlossen. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Erwischt. Doch. Ich hab Traum, ich hab ihn im... Was? Ja, ich hab das Spiel schon wieder geglitscht. Wieso mache ich das immer nicht? Das geht nicht. Was heißt, das geht nicht? Irgendwas hat zu... Nicht aus dieser Richtung. Aus dieser Richtung. Okay, ich glaube, das war dumm. Okay, das war dumm. Das war dumm. Nein, das wird so nicht. Wir müssen kurz beenden und nochmal vom Spielstand laden, weil... Ist halt so. Und ich richte mich mal kurz ein bisschen mehr auf. Für ein besseres Gameplay. Feeling. Wie auch immer. Ja. Aber merkt, ich hab's mit diesem Spiel irgendwie nicht so, weil ganz ehrlich, diese Kampf an den Kampfart vom Kampfscreen ist ganz schön nervig gemacht. Dass man wegrennen muss und im richtigen Moment da ein Item irgendwie anklicken muss, damit man den Gegner erwischt, ist jetzt nicht so mein Fall. Von daher, ja. Ja, du. Ja, das ist... Bleib nur weg. Ja, komm her. Hier unten, hier unten. Hier unten, hier unten. Hey. Holla die, holla die, holla du. Komm her. Hep, hep, hep. Hep, 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 hep. Komm, komm. Komm, komm. Ich sag dir, komm. Ja. Gut gemacht, ne? Komm her, komm her. Hier, ich will dich umwerfen. Komm her. Komm her. Nicht. Ah, ich weiß auch, wie wir ihn damit werden treffen können. Komm, komm, komm. Hat ihn erwischt. So, damit müssen wir jetzt noch Gegenstände. Und dann öffnen wir damit. Das heißt ja auch mal ein schwacher Schlüssel. Was zum... Was soll denn da... Aber müssen wir mit... Oh, oh ne. Das ist echt mies gemacht. Okay, ich mag das Spiel schon nicht mehr. Eigentlich ist es schöne Idee, schönes, schöne Texte und alles. Aber diese Kampfart, das ist nervig. Ich mag die nicht. Die regt mich nur unnötig auf. Und man will ja nicht, dass ich mich aufrege, sondern dass ich mich hier grusel. Gruselwusel. Ja. Ja, komm aus der Secret, das läuft ja doch irgendwie so nicht. Können Sie mir in der Nähe da. Und hallo? Klick. Und jetzt ist es hier wieder Heidenarbeit. Ja, ich kann es werfen. Gleich damit da anfangen kann. Wenn es klappt. Jetzt liegt er da erstmal flach. Und jetzt? Was zum? Was soll denn das? Komm her, komm her, komm! Komm her, komm, komm! Was soll denn das? Komm her, komm her! Raus mich! Ha! Erwischt! Und? Bleibst du da liegen? Eine Runde schlafen? Hm? Hm.
Wie soll ich ihn da hinlenken? Oder locken oder wie auch immer. Dann muss ich hinkommen, damit ich ihn da was zum ja. Nicht gemacht. Nicht nett. Ich mag das nicht. Das macht mir so keinen Spaß. Oder vielleicht. Warte mal. Vielleicht wenn er da unten ist, ist er dann. Und. Nein. Okay, ich versuche nur noch ein einziges Mal, weil so wird das echt nicht. Vielleicht kriege ich es noch beim jetzt finalen Versuch hin. Will ich mal hoffen jetzt. Und wenn es nicht wird, dann muss ich irgendwie schauen, wie es da funktioniert. Die anderen Gegner gingen ja noch, da wusste man ja noch, was man tun soll. Aber den muss man da irgendwie unter Mast kriegen, unter das, den muss man da ausrutschen lassen. Was zum? Was soll denn das? Das ist einfach nur noch nervig. Ja, komm aus dem Weg, da. Und jetzt switcht dann den Schalter um. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Und ja, auf einmal wird er so übertrieben. Das ist nicht nett. Das ist gemein gemacht. Und jetzt musst du hier hinkommen, ne? Musst du da vorkommen. Wir können doch jetzt nicht immer noch da. Also bitte. Wir können doch nicht immer noch da. Das gibt's doch jetzt. Das ist doch jetzt ein Witz. Du willst mich doch nur noch ärgern. Es gibt doch nicht noch mehr, was ich tun kann. Das ist doch jetzt. Tür ist verschlossen. Was soll ich denn noch machen? Ganz ehrlich. Ja, ich hätte das Spiel wieder geglitscht. Das geht nicht. Vielleicht hier mit Gegenstände. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh, boah, was soll ich denn hier bitte schön machen? Ganz ehrlich. Ich hab keinen Plan. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich hätte jetzt dabei schon gekriegt. Der Durchgang ist zugemauert. Vielleicht, wenn ich. Nee, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ja, ganz ehrlich, wie soll ich denn das hier noch machen? Irgendwie muss man doch hier auch rauskommen. Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Nett ist was anderes. Warum tut mir das Spiel das an? Wieso muss ich das ertragen? Gucken wir einmal kurz auf die Karte. Okay, wir sind da unten. Vielleicht müssen wir auch anderen, die können wir ja gar nicht gehen, oder? Ne, okay, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich beende einfach hier die Aufnahme, schaue ein bisschen und vielleicht finde ich es ja heraus. Aber ganz ehrlich, das ist nervig mit diesem Kampfsystem. Naja, ich will mich jetzt ja nicht weiter über das Spiel beschweren. Ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal von Desert Nightmare.